Ja, herzlich willkommen. Wir stehen hier schon mitten auf dem Schlossgarten mit der Frau Ursula Ertel. Sie ist die Organisatorin vom Schlossgartenfest. Frau Ertel, da darf ich Sie direkt mal fragen, wie lange machen Sie das denn schon? Das Schlossgartenfest organisiere ich jetzt schon 19 Jahre lang. Das heißt, Sie haben schon bestimmt einiges erlebt. Gibt es irgendwas Kurioses oder Wunderschönes, an das Sie sich erinnern? Ja, also das Ambiente ist wunderschön, wenn nachts die Lichter leuchten. Jeder freut sich. Es ist einfach wunderbar und es wird immer mehr und immer aufwendiger. Überwiegt die Vorfreude oder überwiegt das Stresslevel? An dem Abend fällt der Stress ab, sobald die Lichter angehen. Also nach der Dämmerung, etwa um 22 Uhr, dann bin ich glücklich, wenn alles funktioniert und dann kann das Fest laufen. Ab 22 Uhr haben Sie dann auch mal Zeit, mit ein paar Freunden, Bekannten anzustoßen, auf einen Sekt vielleicht dann? Ja, sehr, sehr gerne. Das sind viele Freunde. Und ich möchte auch mal ein Tänzchen machen. Gibt es irgendwas, auf das Sie sich dieses Jahr, es ist ja Jubiläum, am allermeisten freuen? Ja, wir haben was ganz Besonderes. Wir haben ein Kunstobjekt, die Marilyn, die ist 6 Meter hoch und wird auf der Rückseite des Parks präsentiert werden. Man wirft 10 Euro in einen Glaskasten für unseren guten Zweck. Und dann spritzt Wasser aus der Marilyn, aus dem Busen. Jetzt können Sie uns auch noch mal sagen, was das Schlossgartenfest ausmacht. Das ist eines der schönsten und größten, elegantesten Feste in ganz Europa. Wir erwarten etwa 6.000 Gäste, viel Prominenz. Und das Fest ist eben auch durchzogen von Jung und Alt. Sie haben es schon angesprochen, 6.000 Gäste insgesamt. Sind die Karten kurz vorher schon alle vergriffen oder gibt es noch die Möglichkeit, für ein paar Leute noch ein paar Tickets zu ergattern auf den letzten Drücker? Ja, wir haben heuer zum ersten Mal eine Abendkasse, sodass man also sich noch für die Kurzentschlossenen, die können sich noch mal überlegen, ob sie kommen. Der Einlass ist um 18.30 Uhr und ab 20 Uhr kann hier dann Party gemacht werden, kann gefeiert werden, getrunken werden und natürlich auch ein wenig getanzt. Wir sind schon voller Vorfreude und hoffen, dass ihr es auch seid.